Ja, bitte, Herr Kollege. Herr Präsident, manchmal wäre es wahrscheinlich schön gewesen, wenn der eine oder andere NPD-Abgeordnete genauso heimatverbunden gewesen wäre, wie die Sachsen und in seinem Bundesland geblieben wäre, anstatt hierher zu kommen. Meine Damen und Herren, attraktive Heimat, positive Perspektiven für Sachsens Jugend. Das ist doch mal die richtige Debatte oder der richtige Titel für einen positiven Start in einen Tag. Ich denke, das werden die meisten hier im Haus so sehen. Meine Damen und Herren, wir wissen seit der Studie der Staatsregierung, Lebensziele junger Menschen in Sachsen, dass die Mehrheit der jungen Menschen heute gern in Sachsen lebt. Das kam bei einer Befragung im Juli 2012 heraus und wir haben allen Grund zur Freude, denn wir wissen auch, dass viele der Jugendlichen sich auch eine Zukunft in Sachsen wünscht. Mehr als 80%, Kollege Schreiber hat es schon gesagt, der jungen Menschen leben gern im Freistaat und wollen auch hier bleiben. Denken wir mal ein paar Jahre zurück in die 90er Jahre. Da haben Herrschern der jungen Sachsen den Freistaat verlassen, zumeist nicht freiwillig, zumeist, weil es an beruflichen Perspektiven für sie mangelte. Ich selbst, meine Damen und Herren, bin Jahrgang 1981, habe meinen Schulabschluss im Jahr 2000 gemacht. Und wenn ich heute zurückdenke, wie viele derjenigen, die mit mir in der Schule waren, heute noch hier in Sachsen leben, reichen noch meine zwei Hände. Von den 150 Abiturienten in Freiberg sind nicht mal mehr 10, auch heute noch in Freiberg. Einige wenige sind bis Dresden oder Leipzig gekommen, aber doch die allermeisten mussten damals in den Westen gehen. Und viele meiner Freunde von damals haben mittlerweile Kinder, so wie ich auch. Meine Kinder leben im Freistaat Sachsen. Die Kinder der meisten meiner Schulfreunde werden heute im Westen groß und auch sie werden später wieder Kinder haben und die werden vermutlich auch nicht in Sachsen leben. Und deswegen ist diese Studie so wichtig für uns, denn es ist ein positives Zeichen, wenn die Kinder und Jugendlichen in Sachsen heute ihre beruflichen und ihre privaten Ziele in Sachsen verwirklichen wollen. Es ist ein positiver demografischer Effekt, wenn die jungen Menschen nicht abwandern, sondern hier ihre Familien gründen und die Kinder dann hier aufwachsen und eben nicht im Westen. Und natürlich gibt es viele Gründe dafür, warum junge Leute heute gern hier bleiben möchten. Wichtig für die eigene Lebensplanung sind vor allem berufliche Aussichten. Die Jugend von heute, meine Damen und Herren, ist gut ausgebildet. Sie ist so mobil wie nie zuvor und sie will zu Recht keine Kompromisse. Nur wenn die Schul- und Hochschulabsolventen in Sachsen beruflich eine Perspektive haben, werden sie auch hier bleiben. Hier in Sachsen, das wissen wir seit der Studie der Staatsregierung, sehen die jungen Menschen für sich berufliche Entwicklungschancen. Seit der Wiedervereinigung hat sich der Freistaat Sachsen zu einem Hightech-Bundesland entwickelt. Viele attraktive Arbeitsplätze gibt es hier von international führenden Unternehmen geschaffen, zum Beispiel in der Automobil- oder Halbleiterindustrie. Es gibt zahlreiche innovative kleine und mittelständische Unternehmen und sie überzeugen durch hohe Qualität und vielversprechende Ideen. Gemeinsam erwirtschaften die Betriebe Jahr für Jahr den höchsten Beitrag zum gesamtdeutschen Bruttoinlandsprodukt aller neuen Bundesländer. Das, meine Damen und Herren, sind wichtige Faktoren für die Standortentscheidung junger Fachkräfte. Hier geht es um nichts Geringeres als um Sachsens Zukunft, denn diese Fachkräfte wollen hier bleiben und sie wollen mit ihren Familien hier bleiben. Ein Stück weit verantwortlich dafür sind natürlich auch die flächendeckend angebotenen hochwertigen Kinderbetreuungsmöglichkeiten und das leistungsfähige Bildungssystem ist hier von Bedeutung. Der Bildungsmonitor 2012 zeigt, Sachsen hat eine stark ausgebaute Infrastruktur von Bildungseinrichtungen mit hohem Gewicht an naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern und in Sachsen gibt es eine hohe Qualität bei der Betreuung und Bildung bereits im frühkindlichen Alter. Das alles sind gute Gründe für Sachsens bundesweiten Spitzenplatz im Bildungsvergleich aller Bundesländer. Und diesen Spitzenplatz wollen wir halten. Hier in Sachsen, meine Damen und Herren, lässt es sich leben. Der Freistaat ist ein einzigartiges Kulturland und umgeben von landschaftlicher Schönheit. Daher fühlen sich viele junge Menschen hier ganz besonders wohl. Und diesem kulturellen Erbe fühlen wir uns verpflichtet, denn Kultur ist ganz besonders wichtig für Identitätsstiftung. Und deshalb wollen wir als CDU und FDP auch diese Kulturlandschaft schützen. Wir wollen die Landschaft schützen und deswegen beispielsweise nicht mit Windrädern verschandeln, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, der Freistaat Sachsen hat vieles zu bieten. Schlösser, Burgen und Gärten machen Sachsen zum Kulturreiseziel Nummer 1. Es gibt die Otto-Dix-Ausstellung in Chemnitz, die jährliche Leipziger Buchmesse, die Semperoper in Dresden, die Felsenbüte Rathen und, und. Wir haben eine zahlreiche und liebevolle Kulturlandschaft, eine der vielfältigsten in ganz Europa. Das zeigt sich also, es lohnt sich erstens, Sachsen zu besuchen, aber es zeigt natürlich auch, noch viel besser ist es, wenn man hier auch lebt. Meine Damen und Herren, die Verbindung aus Hightech und Tradition macht Sachsen für junge Menschen zum wahren Magneten.
dass die große Mehrheit der Jugendlichen hier gerne in Sachsen lebt und die Chance sieht, hier ihre Lebensziele zu verwirklichen, ist für uns ein Ansporn. Wir wollen weiter gestalten und wir wollen auch den künftigen Generationen die Möglichkeit geben, ihr Land zu gestalten. Aber das geht nur mit einer soliden und nachhaltigen Finanzpolitik, die nicht die Lasten auf die künftigen Generationen überträgt und die künftigen Generationen erdrückt. Und das ist auch für den anstehenden Doppelhaushalt für uns maßgebend, meine Damen und Herren. Denn wir wollen unseren Kindern Chancen hinterlassen und keine Schulden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, junge Menschen sehen ihre Zukunft in Sachsen, weil sie hier Chancen und Perspektiven haben. Und diese Chancen und Perspektiven gilt es zu erhalten. Und das ist der Ansporn der CDU- und FDP-Koalition. Und wir sehen aus der Studie, die Richtung der CDU- und FDP-Koalition ist richtig. Wir wollen Perspektiven für die jungen Menschen schaffen. Perspektiven vor Ort, in den pulsierenden Zentren, ebenso wie im ländlichen Raum. Vielen Dank.